Mahlzeit, ich habe heute noch nicht gevloggt. Ich weiß, ich habe gesagt, heute soll einer dieser Tage werden, wo ich mehr vlogge. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Auf der anderen Seite, Steffi kommt gleich vorbei und mit der vlogge ich ja gewohnheitsgemäß immer ein bisschen mehr. Ja, was ist heute passiert? Ich bin heute relativ früh aufgestanden, habe mich geduscht, habe meinen Bart getrimmt. Ich bin sehr zufrieden. Für alle, die den Unterschied nicht sehen, er ist halt in der Länge getrimmt. Und ist insgesamt schmaler geworden. Ja, dann war ich einkaufen. Dann habe ich vorhin sehr ausgiebig mit Sarah zusammen gebruncht. Und dann habe ich jetzt gerade gebastelt. Wie und was werdet ihr dann später sehen. Es geht um Steffis Kostüm für Beckys Party heute Abend. Ja. Ich muss jetzt noch mal kurz einkaufen, weil ich vorhin ein paar Sachen vergessen habe. Und dann kommt gleich der Chris vorbei und dann kommt in 2 Stunden die Steffi vorbei und irgendwie geht jetzt alles ganz, ganz flott. Und ich habe noch einen Arsch voll Arbeit. Von daher, aufi. Ich hoffe, ihr kommt besser in den Tag als ich und weniger chaotisch. Wie Rohling. Ah, hello, hello. Ja, ich habe es schon versprochen und halb versprochen, halb angedroht, dass heute mir wieder ein bisschen mehr gevloggt wird, weil ich ja die letzten Tage irgendwie so extrem beschäftigt war und heute eigentlich auch, aber jetzt bin ich ja mit Steffi unterwegs zu Beckys Geburtstag und wenn Steffi dabei ist, vlogge ich ja gewohnheitsgemäß ein bisschen mehr und das passt mir sehr gut in den Kram. Steffi! Das hört sich auch nicht so freundlich an, ne? Guten Tag! Ja, du weißt doch, wie ich es meine. Gefühlsscheiße ja, ja. Und so. Ja, auch Gefühlsscheiße. Diese Herzscheiße, ne? Ja. Ja, hallo, ich bin heute auch wieder mit dabei. Wir fahren, wie bereits angekündigt, zu Becky zum Geburtstag. Sie hat ein Superhelden-Geburtstag geplant, deswegen habe ich ich habe mir ein T-Shirt gemalt, weil ich bin Nightwing. Muss ich jetzt erklären, wer Nightwing ist? Kannst ja mal ein bisschen Exposure. Soll ich mal ein bisschen Exposure machen? Ja, Exposition. Exposition. Nicht Exposure wäre was anderes. Ja, Exposition. Exposition. Ein Infodump sozusagen. Also Nightwing ist der aus dem DC-Universum. Batman hatte hier verschiedene Robins, insgesamt 4, 5, wenn man die dann die Mädel mitzählt. Und Nightwing ist halt der Dick Grayson, der allererste Robin war. Das ist ja der, den man auch eigentlich so kennt. Der war ja auch damals in der 60er Jahre Batman-Serie. In den schlechten Filmen. Wobei Batman Forever, Martin, wir haben uns geeinigt. Ja, der ist ganz anständig. Der ist ganz anständig, ist halt nur komplett anders als die anderen. Aber Batman und Robin ist sehr, sehr schlecht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist das so, dass in im Comic-Universum der Dick, heißt leider so, Dick, irgendwann beschließt, dass er nicht mehr, der wird halt groß, ist einer der wenigen, Comicfiguren, die tatsächlich älter wird und erwachsen wird im Verlauf der Geschichte. Und als er dann so ein junger Erwachsener ist, junger Mann, dann lässt er halt Batman hinter sich und geht nach Bloodhaven und wird da so der Beschützer. Und dann ist er da als Nightwing unterwegs und er hat halt diese blaue Streifen halt und kämpft mit 2 Stöckern und so, ist ziemlich cool. Und wollte ich gerade noch was erzählen. Verdammt, er wird der Beschützer von Bloodhaven. Steffi, der kämpft mit 2 Stöckern. Er kämpft mit 2 Stöckern. Heißt das aber, du hast die jetzt auch? Ich habe die jetzt auch. Martin hat die mir gemacht. Und ich habe auch so eine Maske. Und ich habe mir auch so Fingerlinge gekauft und habe die auch mit diesem Streif gemalt. Achso, was ich erzählen wollte, ist, dass Nightwing den Namen, das ist ein kryptonischer Held, ne? Meine ich. Yeah. Oder so eine kryptonische Legende, also Krypton. Wo Superman halt herkommt, weil der ihm irgendwann mal davon erzählt, weil Superman und Batman sind ja Besties und egal was der Film, der neue Film, ich weiß, machen will, sind Besties. Und dann geht er halt von Clark, weiß er das halt, und dann beschließt er sich Nightwing zu nennen. Und das war irgendwie, ja, und das ist halt Nightwing und der ist sehr cool. So. Ja. Ja. Ja, ist auch. Es ist, er ist so ein bisschen, oder er war auch in seiner Funktion als Robin immer so ein bisschen die gute Seele. Ja. So kann man das eigentlich. Und manchmal auch ein bisschen das Gewissen. Ja, er ist der ewige Optimist so ein bisschen. Also das komplette Gegenteil von Batman. Nicht zuletzt, weil Bruce ja dafür gesorgt hat, indem er ihn aufgenommen hat, dass er halt nicht auf so einen Rachefeldzug geht. Also es,
Es ist eigentlich eine sehr schöne Dynamik. Und es kommt immer so raus, manchmal auch in den Comics, dass von allen Robins sozusagen Dicky der ist, der ihm am ehesten sein Sohn halt. Ja, es ist, glaube ich, halt auch einfach die Dynamik, dass man bei Dick halt sieht, was aus Bruce hätte werden können, wenn er auch jemanden gehabt hätte, der das quasi schon mal durchgemacht hätte. Ja, genau. Und das ist halt, nur das hatte Bruce ja nicht. Er hatte zwar Alfred, aber der hat das ja nicht durchgemacht. Der hätte mir nur zur Seite gestanden. Und Bruce war ja tatsächlich ein Mentor und ja, genau. Konnte dann quasi, kannte ja seine eigenen Fehler und weiß ja immer selbst ganz gut, dass der Weg, den er gewählt hat, eigentlich nicht der optimalste ist. Ja. Deswegen ist es auch so schade, dass Robin in den letzten Batman-Filmen nicht drin war, weil der ist wirklich wichtig eigentlich für die Figur. Ja. Wirklich wichtig. Und, Scheiße. Achso, und weil es mir vorhin noch aufgefallen ist, auf der Fahrt hierher sinniere ich ja schon mal ganz gerne, dass Dick... Das hört sich an, als ob du ungefähr so im Auto sitzt. Ich mach den Denker. Ja. Auf jeden Fall ist Dick... im Prinzip das komplette, also wirklich das Gegenstück zu Bucky. Ja. Weil wenn man sich die Geschichte anguckt, dann ist Batman und Robin gab es als Ersten, also halt auch die Comics und der Dick, also Robin, der ist ja auch so, hier, der ist ja so ein Smartmouth, also so ein, der hat ja immer so einen dummen Spruch eigentlich. Und als dann Captain America gemacht wurde, ein Großmaul, Als dann Captain America die Comics kam, dann hat er halt auch so einen kleinen Sidekick an die Seite gekriegt und das war halt Bucky. Und wenn man sich das anguckt, der ist halt, die sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Also auch mit den doofen Sprüchen und der Maske und dem, also, ne. Und die haben quasi dieselben Voraussetzungen und dann ist es sehr schön, dass, also Dick ja wirklich so der ewige Optimist wird und so. Und Bucky ist halt komplett so, Darkness, I'm an offer. Einfach dadurch, was denen so widerfahren ist. Und dadurch, dass er halt zum Beispiel da Cap nicht, also, aber okay, das würde jetzt zu weit führen. Comic Feels, I have them. Ja. Gut. Und dann bis später. Ja. Also, ganz schön fand ich auch. Es ist... Ja, ich 22 Uhr so ungefähr. Ich bin jetzt Martin. Es ist verdammt warm. Ich habe meinen Ventilator da hinten stehen. Eigentlich müsste ich noch meinen PC richten, weil der schon wieder so heiß ist und der Block wieder 3 Stunden braucht, um hochzuladen, obwohl ich heute wieder nur 3 Minuten gedreht habe. Ich bin voll, Leute, was soll ich sagen? Ich bin verdammt voll gewesen heute. Aber es ist, wenn man tagsüber bei Asus arbeitet, dann hat man nur morgens Lust, irgendwie mal ganz kurz die Kamera anzuwerfen und abends... Ich bin ein bisschen vlogfaul, ich muss das ganz ehrlich sagen. Aber ich fühle mich auch nicht verpflichtet gegenüber jemandem. Ich meine, mehr als 50 Leute haben mich abonniert, aber das heißt nicht, dass ich mich verpflichtet fühle, euch irgendwie Unterhaltung abends zu bringen. Also ganz ehrlich. Jetzt bin ich nicht mehr in Charakter. Scheiße. Also, ich war heute Abend bei Becky auf dem Geburtstag, das war schön, aber eigentlich hatte ich abends gar keine Lust zu vloggen. Da waren so viele Leute, deswegen, meine Leute wollten eigentlich das zu vloggen, aber ein paar von denen noch nicht, deswegen habe ich es dann doch gelassen. Ja, aber ich kann es euch erzählen, also wir saßen da und haben leckeres Chili gegessen, ich habe einen Salat gemacht, den keiner essen wollte anscheinend. Undankbares Volk. Aber es ist schon wieder einer von diesen Tagen, wisst ihr, es ist so heiß und... Naja. Ich glaube, wir müssen bald nochmal ein Gespräch führen über den Vlog und wo das Ganze hingeht und wie wir das in Zukunft noch fortführen werden, weil ich bin mir nicht mehr sicher, also... Ja, das war schön. Ich werde ja auch bald vielleicht ins Ausland gehen und dann den Vlog aufrechtzuerhalten, ist ja sowieso... Ja, oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich dachte, das ist so ein bisschen so... Hallo. Ich weiß ja nicht, wie weit sie ist, ne? Ich weiß nur noch, den Vlog dann aufrechtzuerhalten ist auch keine einfache Sache, deswegen... Wir wissen alle, dass es irgendwann ein Ende geben wird von diesem Vlog. Jeder Vlog hat einen Anfang und auch ein Ende. Das ist zwar einfach nur so eine Redewendung, aber die ist wahr. Deswegen, ich weiß nicht, wenn die Motivation jetzt in den nächsten Wochen immer noch so unten bleiben wird, bin ich mir nicht sicher, ob das noch Sinn macht. Also,
Moment, ich muss kurz meine Hand wechseln, da meine eine Hand wehgetan hat, deswegen. Bäuerchen. Dieses Bäuerchen geht an Steffi, meine Schwester Steffi. Weil ich Steffi heute ihr Kostüm gemacht habe und Steffi wunderbar in ihrem Kostüm ausgesehen hat, deswegen geht dieses Bäuerchen an Steffi. Okay, Leute. Es gibt nicht mehr zu sagen. War ein toller Tag mit Freunden, von dem ihr nicht so viel gesehen habt, aber es tut mir wirklich leid. Wir sehen uns morgen beim nächsten Daily Vlog. Schönen Abend noch, Leute. Was soll ich dazu noch sagen? Perfektion muss nicht mehr noch verbessert werden. Also, es war perfekt. Ich glaube, ich bin ein besserer Martin als Martin. Heißt das, dass ich jetzt Dominik sein muss? Mach besser nicht, das will keiner. Nee, vor allen Dingen, das Problem ist, Dominik ist einfach sehr interessiert an vielen Menschen und mir sind viele Menschen aber so scheißegal, dass... Kann ich nicht total ändern. Genereller Unterschied. Ich glaube, dass in die andere Richtung mal vorübergeht zu ändern. Ja. Und du jetzt ist einfacher als in als die andere Richtung, ganz genau. Ja. Deshalb möchte ich ungern deine Freundin angrapschen. Ich glaube, Toni kann da nichts dagegen. Vielleicht sollten wir sie nochmal fragen. Ja. Komm, wir fragen sie mal. Nee, besser doch nicht. Besser doch nicht. Nee, besser nicht. Besser nicht, dass wir irgendwas. Irgendwas planen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Dominik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade sehr viel Spaß dabei. Ich bin ein großer Fan des Vlogs, deswegen konnte ich Martin so gut nachmachen, weil ich ungefähr alle. 176. Ja, und ich möchte aber bitte eins richtig stellen: Der Vlog wird auf jeden Fall ein Jahr lang. Wirklich? Ja, ich habe in einer Woche habe ich Halbzeit von 183. Aber wenn du irgendwann gar keinen Bock hast, dann ist wirklich ein Schiff. Wenn ich 183, also wenn ich schon die Hälfte habe, dann kann ich ihn auch komplett durchziehen. Außerdem weiß man ja, ich hatte ja so schon genug Tage, auf wenn ich keinen Bock hatte. Ja, stimmt. Und dann um 2 Minuten gekommen sind. Ich habe schon mal 3 angefangen. Heute mal 3, ne? Ah, okay. Ja. War wieder einer von den Tagen dann. Ja, aber ich habe schon mit Steffi auf der Hinfahrt geblockt. Und so. Also es ist, ich wusste halt einfach, dass ich heute Abend noch ein bisschen Material dazu kommt, wenn ich heute Vormittag echt so im Stress war. Weil ich halt den Salat machen musste, einkaufen, verstehe ich das Kostüm, ich musste meine Klamotten überall duschen, nicht fertig machen. Da war ich heute so. Wenn ich bei mir in der Abendbox schon sehe, etwas werden, 3 Minuten nur. Ich habe mir meine Kinder vor. Das ist ja kurz, ja, aber du hast ja jetzt allein nicht 5 Minuten gesorgt. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, es musste ja gepusht werden, es musste ja ein bisschen mehr Zeit einfach dazu kommen. Deswegen, das ja. Für euch Leute, alles für uns, alles für die Unterhaltung. Und ich lache mich wahrscheinlich auch drüber kaputt, wenn ich mich da ja selbst sehe. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wir müssen gleich nochmal was filmen, wenn wir alle wieder im Kostüm sind. Ja, ja, wenn wir alle nochmal zum Ja, warte. Das wäre ganz gut. Ja. Hier, film mal hier drauf. Lass ihn mal raten, was ich sein könnte. Das wird keiner erraten wahrscheinlich. Nee. Warum hat er sich 6 CDs auf die Brust geklebt? Das macht keinen Sinn. Das wird alles noch rauskommen. Tja, kann ich dir sagen, warum du es gemacht hast? Weil das keiner tragen kann, außer dir. Außer mir, genau. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, hier sind auch noch Pieps. Also Steffi, Judith, Daniel. Steffi wurde eben ein Bäuerchen gewidmet. Ja. Sag doch mal Hallo. Hallo. Das Kostüm hat übrigens Martin gemacht, was Steffi anhat. Ja, nee, nur die Maske und die... Achso, eigentlich stimmt. Den Urteil hat Steffi selbst gemacht. Ja, aber wir machen gleich nochmal was im Kostüm. Super. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Okay, Kinder, ja. Alles klar, ne? Ich sag Bescheid, wann die Klappe kommt, ne? Sollte dazu gesagt werden, ne? Ja. Ja, sag doch nochmal was, Dominik, wo ich dich gerade schon mal da habe. Gut gesagt, glaube ich. Ja, aber sag doch mal was als Dominik. Als Dominik? Ja. Falls du diese Rolle noch kannst. Warte. Ich war heute Abend schon Martin und ich war... Oh, verdammt. Das habe ich schon verraten, dass ich bin. Scheiße. Ich mach ein Beep drüber. Ich mach ein Beep drüber, ja. Toll, jetzt muss ich mir das merken und darf die Stelle raussuchen. Wenn ich deinen Nachnamen sage? Wenn du das tust. Dann musst du noch ein Beep drauf machen. Dann sage ich auch deinen Nachnamen. Okay, ich sage deinen Nachnamen nicht. Also, ja, siehste. No! Ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Dann ein wunderschöner Abend. Alle sind schön verkleidet. Da sollst du mich auch mal hin filmen. Mach ich gleich noch. Ich muss ja erst noch ein paar Leute um Erlaubnis fragen. Wir haben Batman, wir haben Nightwing, wir haben den Punisher, wir haben Thor, wir haben... Wiccan. Wiccan? Wiccan. Wiccan? Wiccan, der Sohn von Scarlet Witch. Okay, den kenne ich nicht. Auf jeden Fall den Sohn von Scarlet Witch haben wir. Wir haben den Riddler. Wir haben den Riddler, wir haben... Cool, ich sag. Möchtest du in einem Vlog sein oder möchtest du lieber nicht in einem Vlog sein? Wenn dann richtig, ne? Wenn dann, genau, dann wenn dann mit Maske, ganz genau. Ja.
Das ist der Riddler, den wir gerade im Lobby gefunden haben. Er hat das Kostüm auch wieder selbst gemacht. Ja, möchtest du vielleicht einen Riddler-mäßigen Kommentar abgeben? Mach ein Rätsel. Ja, ich wollte gerade sagen, du könntest ein Rätsel draus machen, ob du willst oder nicht. Das ist wie alle bei... Ne? Du bist ein Clownfisch, erzähl ein Bild. Ja. Man muss nur solche Leute immer mit einem Stöckchen anstupsen, dass sie ein Männchen machen. Ja, auf jeden Fall, das war schon mal das erste Kostüm, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch noch mal mein Kostüm fertig machen. Ich werde jetzt einfach alle Leute zwingen, in den Block zu kommen. Ja. Sind alle da? Sind alle da? Ja. Okay, ich habe jetzt tatsächlich alle Leute hier gezwungen, einmal wieder im vollen Kostüm aufzutauchen. Ich möchte gerne jeden einmal ganz kurz filmen und dann kann derjenige ja sagen danach, wer er ist. Warte, ich nehme mal kurz noch was zu hören. Nicht sagen. Ich stelle einfach vor. Okay, ich stelle einfach vor. Genau. Okay, ich hoffe, weiß noch, wer jeder... Ja, so halbwegs. Oh, ich frage mich, wer der Mann mit dem Fragezeichen ist. Ja. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich denke jetzt, ich fange einfach mal an. Ihn haben wir gerade schon gesehen. Wer könnte er sein? Er ist nichts, er ist alles. Das ist die Frage. Ja. Er ist natürlich der, damit man das jetzt auch mal sieht. Der ist der Riddler. Ja, doch, ich mach das heller. Mach doch Licht an. Stopp. Ja, er ist der Riddler, jetzt auch in hell. Boah, Gott sei Dank wird mit dem Licht noch wärmer, ne? So, dann haben wir einmal Wiccan. Femme Wiccan. Ja. Ja, Femme Wiccan. Okay, warte, ich muss jemanden etwas aufsparen. Dann haben wir hier Nightwing. Hey. Dick for all. Dick for everyone. Moment. Oh, das ist jetzt hier echt wie so eine Modenshow. Ne? Ja. Ja, dann haben wir hier Merida. Unschwer zu erkennen. Dann haben wir da, wie ich finde, auch sehr gut zu erkennen, Melinda Gordon von Ghost Whisperer. Das ist halt, also ungelogen, nachdem der Name gefallen ist, dachte ich so, okay, es ist verdammt nah dran. Nur ich wusste halt nicht, dass es auch eine Comicfigur ist. Da. Ja, okay. Der Punisher hat gepunisht. Ich wollte gerade sagen, die Strafe habe ich mir verdient, ne? Mit einem. Okay. Wir haben Black Widow. Du musst mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ah, danke schön. The Cherry Project I? One? One? I? Das ist ein Cherry Project. Alles klar. Ich kenn's halt nicht, es tut mir leid. Shiri Asuka. Shiri Asuka. Sehr schön, danke schön. So, dann haben wir einmal Batman, wenn er Brötchen holt, wie ich gerade erfahren habe. Deine Maske. Ah, meine Maske. Ja, sehr gut gebastelt. Ja. Jetzt das Highlight. Ich habe mindestens 3 Minuten Arbeit in dieses Kostüm gesteckt. Dankeschön. Ja. Das verstehe ich. Ja, wir haben Thor mit dem Schnitzelhammer. Das ist der Schnitzelhammer für meinen Vater. Also, der übrigens auch zum Aufhängen von Schildern benutzt werden kann. Das hat eben zusammen aufgehört. Ja. Okay, und dann, einer fehlt noch. Wärst du mal eben so frei? Oh ja, natürlich, der Wichtigste. Und mach's an. Oh yeah. Warte, nicht bewegen. Lass die Hand mal draußen. Machst du Effekte? Oh ja. Yeah. Dolly Shop. Ich möchte bitte schön sagen, dass ich nächstes Mal meinen Bart nicht kennen soll. Alles klar. Dankeschön. Ja. Man sieht nichts. Man sieht nichts. Ich muss es aufhellen. Vielleicht sieht man dann trotzdem nichts. Wahrscheinlich trotzdem nicht. Ah, jetzt sieht man. Ja, hallo Freunde. Jetzt sieht man was. Wir sind auf dem Rückweg von Beckys Party. Es war ein schöner, lustiger Abend. Den wir eigentlich überwiegend in unserer Roleplay-Runde verbracht haben. Was aber sehr, sehr lustig war. Und es war sehr cool, dass ich tatsächlich alle nach Leibeskräften bemüht habe, mein Kostüm bereitzustellen. Natürlich angeführt von Thor, der einfach mit seiner Plastiktüte alles
getoppt hat, was man jemals gesehen hat. An Als der auftauchte auf der Treppe, ich habe den Lachkrampf meines Lebens bekommen. Wirklich, das war großartig. Ja, es war wirklich, es war beeindruckend und es war wunderschön. wir werden jetzt nach Duisburg düsen und Steffi wird auch von Duisburg auch nach Essen düsen. Jo. Ja, ich denke ansonsten, es war einfach ein schöner, cooler Abend. Ich bin aber auch dadurch, dass ich jetzt heute wieder relativ gut Stress hatte, bin ich auch ziemlich K.O. Und bin froh, wenn ich dann gleich im Bett liege. Das Schöne ist natürlich, dass ich jetzt gleich erstmal noch den Vlog von gestern schneiden darf. Yay! Und hochladen darf. Das heißt, wenn ich um 11:45 zu Hause bin, werde ich bestimmt noch eine Stunde wach sein, um den Vlog beim Hochladen zuzusehen. Ja, ey. Ich nicht. Ja, nee, du nicht. Ich bin dann im Bett und schlafe. Wobei, wenn wir um 11:45 zu Hause sind, muss ich ja erst noch mal eine halbe Stunde nach Hause fahren. Ja. Ja, 20 Minuten. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Steffi, du noch ein paar weise Worte zum Abschied. Ein paar weise Worte zum Abschied? Nee, es war aber sehr witzig, sehr lustige Runde. Hat einfach Spaß gemacht. So, ja. So The Big Bang Theory, aber mit noch mehr Leuten im Prinzip. Ja. Also, das kann man gut so zusammenfassen. Cool. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Feierabend für heute hier vom Technischen. Oder wir könnten noch nachträglich für Becky Happy Birthday singen. Ach ja, das machen wir. Also Becky, das ist nachträglich jetzt für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Becky. Happy Birthday to you. And many more. Okay, das war's dann. Ja, du musst auch dann da drauf patschen, ne? Achso, ich jetzt auch? Ja, ja, du musst das machen, weil ich kann nicht. Achso. Okay. Ja, also gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Nacht. Ja.